Hallo zusammen, ich habe euch heute ein schönes Zitat mitgebracht. Kinder sind Rätsel von Gott und schwerer als alle zu lösen. Aber der Liebe gelingt's, wenn sie sich selbst bezwingt, hat der Christian Friedrich Hebbel gesagt. Ein wunderschönes Zitat, das so tief geht. Eigentlich heißt es, okay, die Liebe, die ist der Schlüssel zu den Herzen der Kinder. Und die Liebe findet das heraus, was das Familienleben auch zum Funktionieren bringt und wie wir unsere Kinder so lieben und erziehen können oder den Alltag so gestalten können, dass sie aufblühen können und dass sie zu den Menschen werden können, die Gott sich gedacht hat. Ist natürlich ein Ideal, ist klar. Die Kinder werden auch später ihr Päckchen zu tragen haben. Jeder wird es haben. Wir werden nicht alles richtig machen. Aber es ist trotzdem sowas Schönes. Der Liebe gelingt's, wenn man sich selbst bezwingt. Das heißt, eigentlich ist das Charakterschule. Kinder sind Charakterschule für uns und dadurch erkennen wir die wesentlichen Dinge vom Leben. Dadurch lösen wir die wesentlichen Dinge im Leben, die so essentiell sind, und wir finden einen Frieden damit. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Dein Alltag, liebe Mama, ist ihre Kindheit, ist die Kindheit deiner Kinder. Und erinnere dich selber an deine Kindheit zurück, und deswegen darfst du gestalten. Und du darfst bei dir anfangen, indem du an deinem Charakter selber arbeitest, an dir selber arbeitest. Und dazu braucht es Zeit und Ruhe. Und es ist wichtig, dass du dir die Zeit auch nimmst, um in dein Herz zu schauen und dann auch da entdeckst und findest, was Gott uns Mamas, uns Frauen reingelegt hat, nämlich eine unglaublich gute Intuition für die Kinder und auch für die Herzen von Menschen und auch eine Intuition für diese Welt, die wahrzunehmen. Genau, also nimm dir Zeit dafür, bezwinge auch manchmal manche unangenehmen Sachen und dann löse dieses wundervolle Liebesrätsel, das sich Kind nennt. Also alles Liebe.